Mindestens einmal pro Woche wird in Deutschland eine Bombe gesprengt. So auch vergangenes Jahr in der Münchner Innenstadt. Das war einfach nur ein Ausnahmezustand wie im Krieg. Niemand weiß, wie viele Blindgänger noch in deutschen Böden liegen. Von den Sprengbomben geht man davon aus, dass zwischen 12% und 15% nicht zur Detonation gekommen sind. Bundesweit machen Kampfmittelbeseitiger Waffen, Granaten oder Bomben unschädlich. Drei von ihnen starben in Göttingen bei der Entschärfung einer Fliegerbombe. Der Zustand der Bomben wird immer schlechter und der Umgang mit diesen Kampfmitteln wird auch immer gefährlicher. Verrottete Munitionsreste in Nord- und Ostsee werden zur Gefahr für Mensch und Tier. Das sind kaputte Flakgeschosse, die jetzt mit den Jahren sich aufgelöst haben. Die haben wir denn öfter mal im Netz. Einige Substanzen, zum Beispiel Arsenverbindungen, lassen sich doch in erhöhten Konzentrationen im Boden nachweisen. Das Problem wird seit Jahrzehnten weitervererbt, von Regierung zu Regierung. Das ist nichts, was man jetzt sozusagen im Hauruck-Verfahren von heute auf morgen regeln kann. Woche für Woche werden in Deutschland zufällig Bomben gefunden. Warum wird nicht überall gezielt nach den gefährlichen Blindgängern gesucht? Ausnahmezustand in Osnabrück. Gleich an zwei Stellen haben Experten Bomben aufgespürt. Ein Sprengkörper wird zwischen zwei Wohnblöcken vermutet, der andere im Garten eines Einfamilienhauses. Die Stadt war ein strategisch wichtiger Verkehrsknotenpunkt während des Zweiten Weltkrieges. Ich treffe die Kampfmittelbeseitiger um Sprengtechniker Hans Mohr, Menschen, die davon leben, Bomben zu entschärfen. Solange ich nicht weiß, welche Zünder drauf sind, ist es für mich enorm spannend. Also man mag mir das vielleicht nicht anmerken, aber im Grunde bin ich, bis der Zünder identifiziert ist, schon sehr, sehr stark angespannt. Anspannung auch bei den Anwohnern, die jahrelang neben den Bomben gelebt haben. Sie wissen ja noch gar nicht so genau, was jetzt passiert heute Abend, ne? Nein. Was wäre so Ihre größte Angst? Dass die Bombe explodiert. Ja, dass unser Haus und alles kaputt geht. Unsere Kinder sind auch jeden Tag zur Schule gegangen, da durch den Weg. Das ist schon sehr erschreckend, ja. 15.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Noch weiß niemand, wie lange die Evakuierung dauern wird. Sprengtechniker Hans Mohr weiß nur, dass das, was da unter der Erde liegt, groß ist. Das Heck einer Bombe wurde bereits freigelegt. Vom Kaliber her kann ich nur Schätzungen machen. Das kann eine 5-Zentner, das kann aber auch eine 10-Zentner Bombe sein. Nur ich weiß eben, es ist auf jeden Fall eine amerikanische Bombe. Nicht alle verlassen freiwillig ihr Zuhause. Es findet eine Bombenräumung hier statt. Sie müssen sofort das Haus verlassen. Wenn Sie nicht freiwillig aus dem Haus kommen, werden wir gewaltsam in das Haus hineinkommen. Wir werden die Tür öffnen und Sie müssen gegebenenfalls für die Kosten aufkommen. 450 Einsatzkräfte helfen bei der Evakuierung. Ich will mal mit Ihnen reden. Sie müssen hier raus. Ich möchte nicht mit Ihnen reden. Sie müssen aber raus. Jetzt nicht. 30.000 Euro kostet die Stadt Osnabrück die Räumung des Wohngebietes. Die Entschärfung der Bomben zahlt das Land Niedersachsen. Erst wenn vom Polizeihubschrauber das Okay kommt, gilt das Viertel als geräumt. Ja, korrekt. Phoenix hat noch einen Radfahrer gefunden. Schwerstraße Höhe Hannoversche. 4 Stunden dauert die Räumung inzwischen. Achtung, hier ist Osna 10 an alle eingesetzten Kräfte im Evakuierungsbereich. Ab jetzt Einsatzstatus Sicherheit. Eiche 77 verstanden. Eiche 72 auch. Die Osnabrücker kennen das schon. 170 Bomben wurden in den letzten 12 Jahren gefunden und beseitigt. 2 Stunden nach der Evakuierung gibt der Bombenentschärfer Entwarnung. Das ging ja schnell. Das muss ich sagen, das war wirklich klasse. Super Arbeit. 2 amerikanische 250 Kilogramm Bomben hat Mohr entschärft. In Handarbeit. Erleichtert? Ja, klar. Das ist diese totale Entspannung, wenn das alles gelaufen ist. Und die Nacharbeit ist nur noch ein Vergnügen. Jede Bombe hat 2 Aufschlagzünder. Einer war zerstört und einen hat Mohr im Garten beseitigt. Meinen Sie, Sie werden noch viele solche Einsätze haben?
davon gehe ich felsenfest aus. Man kann ja in den Statistiken nachlesen, was für große Mengen bei den Bombenangriffen wirklich abgeladen wurden. Bei Osnabrück, da spricht man, glaube ich, so von 25.000 Sprengbomben, nur Sprengbomben. Es gibt ja noch andersartige Bomben. Und da sind wir noch lange nicht beim Ziel angekommen. Ich möchte mehr erfahren über die Bomben im deutschen Boden. In Dresden ist die bundesweit renommierteste Sprengschule. Hier lernen jedes Jahr etwa 30 Männer und Frauen, wie man Bomben, Granaten oder Munitionsreste entschärft, transportiert oder sprengt, ohne Leben zu gefährden. Mehrere hundert unterschiedliche Typen müssen sie zweifelsfrei auseinanderhalten können. Auch der amerikanische Bombentyp aus Osnabrück liegt hier. Allerdings ohne explosive Füllung. An ihm darf ich üben. So, da haben wir hier die Rohrzange, dann probieren wir das bitte mal. Okay. So, zu beachten wäre, dass wir hier den Zünderkörper haben und vorne den Druckteller und die Zange muss angesetzt werden an den Zünderkörper. Und nicht an den Druckteller. Und jetzt herausschrauben. So einfach geht das natürlich in der Praxis nicht immer. Das kann man sich vorstellen, wenn die ein paar Jahrzehnte im Boden gelegen hat. Jetzt wird der Zünder vollständig herausgeschraubt und zur Seite gelegt. Ist der Zünder aus der Bombe, gilt diese als entschärft. Und wo liegt jetzt die Schwierigkeit, so einen Bombentyp zu entschärfen mit so einem Zünder? Ja, das wäre dann hier ein Langzeitzünder. Und Langzeitzünder sollen also die Bombe auslösen zu einem Zeitpunkt, wenn die Flieger, die diese Bombe abgeworfen haben, schon lange wieder in Richtung Heimat unterwegs sind. Das ist so ein Zünder da. Das wäre ein solcher Zünder. Dieser Typ wird nur durch eine Sperre am Detonieren gehindert. Nach dem Abwurf treibt dieses Windrad eine Gewindestange ins Innere des Zünders. Sie zerdrückt eine Glasampulle, die mit Lösungsmittel gefüllt ist. Das zersetzt langsam die Sperre. Stunden nach dem Abwurf detoniert die Bombe. Ziel war es, die Zivilbevölkerung nach dem Verlassen der Bunker zu treffen. Blindgänger dieses Typs liegen überall in Deutschland. Tickende Zeitbomben, die explodieren, sobald die Sicherung verrottet ist. Das ganze Problem ist, glaube ich, von Anfang an ein wenig stiefmütterlich behandelt worden, auch vielleicht ein bisschen unterschätzt worden. Bei vorsichtig geschätzten 2 Millionen Sprengbomben, die über ganz Deutschland abgeworfen wurden, hatten ca. 200.000 die gefährlichen Langzeitzünder. Etwa 20.000 davon waren Blindgänger. Wie viele davon geräumt wurden, ist unbekannt. Sprengen ist die gängige Art, Kampfmittel zu beseitigen. Wie genau das funktioniert, lerne ich hier in Dresden. Oh, geht gar nicht so einfach. Stecke ich die Zündladung da rein, so tief wie es geht. Oder reicht das schon? Und dann mache ich hier so einen Knoten. Bei der handwerklichen Leichtigkeit im Umgang mit den Sprengsätzen vergisst man schnell ihre vernichtenden Kräfte. Eine Schweinepfote soll den Kursteilnehmern die Gefahr veranschaulichen. Dann machen wir das Signal. Lehrgangsleiter Jörg Rennert schließt den elektrischen Zündkreis. 3, 2, 1. Nur 1 Gramm Sprengstoff steckt in der Zündkapsel, die die Schweinepfote zerfetzt. So, wenn Sie sich das hier angucken, dass das die Wirkung von einem Zünder ist, denke ich dann, ist das deutlich genug, ne? Also was 1 Gramm Sprengstoff letztendlich anrichten könnte. 1 Gramm Sprengstoff. Durchschnittliche Fliegerbomben haben 250 Kilogramm. In Brandenburg liegt eine der wenigen Gemeinden Deutschlands, in der flächendeckend nach Bomben gesucht wird. Alle 2 Meter bohren sie hier, 8 Meter tief, auch auf Privatgrundstücken. Nach amerikanischen Flugzeugbeladungslisten wurden hier allein bei einem Angriff über 4000 Bomben mit den gefährlichen Langzeitzündern abgeworfen. Macht etwa 400 Blindgänger. Elektromagnetische Messungen in den Bohrlöchern machen die Sprengkörper aus Stahl sichtbar. Auch unter Gebäuden und Straßen. Kosten für die Suche und Räumung der bombardierten Stadtfläche? 420 Millionen Euro. Land und Gemeinde haben pro Jahr nur 7 Millionen veranschlagt. Das bedeutet, bis die Suche abgeschlossen ist, vergehen noch weitere 50 Jahre.
das ist ein Wettlauf mit der Zeit, den wir hier eingehen. Wir haben diese Zünder, die wir entschärft haben, alle untersucht. Und der innere Zustand zeigt uns also, der Verrottungsprozess nimmt immer mehr zu. Die Sicherungselemente, die da noch vorhanden sind, die verschwinden immer mehr. Das heißt, irgendwann wird es dann zu Selbstdetonation kommen können. Und das wollen wir ja vermeiden. Das meiste von dem, was Reinhard und seine Kollegen finden, landet hier in den Bunkern von Kummersdorf Gut. 500 Tonnen Bomben und Munition sind es im Schnitt pro Jahr, allein in Brandenburg. Das sind alles Bomben? Das sind alles Bomben, ja, russische Bomben. Verschiedene Granaten, verschiedene Kalibers hier. Mhm. Handgranaten da oben? Ne? Handgranaten, jawohl. Die sind Nöhrentyps. Die Funde eines Winters. Im Frühling werden sie beseitigt. Da werden Gruben gemacht, mehrere. Und dort wird die Munition eingelassen, kommt auch wieder erdreich drauf. Und dann wird sie dort gesprengt, damit die Wirkung gedämmt wird. Etwa 10 Großsprengungen gibt es hier im Jahr. Gut 20 Tonnen Munition waren es bei dieser. Doch in Zukunft wird es öfter kleine Sprengungen geben, manche dann auch in Wohngebieten. Wir sprengen immer mehr vor Ort, also fassen die auch selber nicht mehr an, weil es zu gefährlich ist für die Mitarbeiter, damit umzugehen oder gar zu transportieren. Da wird also immer mehr direkt am Fundort vernichtet, sodass keiner sich unnötig in Gefahr begeben muss. 5-mal sind in Oranienburg bereits Bomben von alleine hochgegangen. Auch Ehepaar Friedel flogen die Granatsplitter buchstäblich um die Ohren. Wir hatten insofern Glück, dass diese Bombe etwa 5 Meter tief lag und damit einen ziemlich spitzen Trichter ausmachte und über uns drüber weggeflogen sind die Splitter. Ist das so ein Tag, den man nie vergisst? Den vergisst man nie, den Tag. Nee. Wir feiern 2-mal unseren Geburtstag. Das behält man immer in Erinnerung. Ja. 1981 am Ostersonntag ging hier im Garten die Bombe hoch. Mit Hilfe des Gartenschlauchs zeigt mir Heinz Friedel die Ausmaße des Kraters. Ja. So groß war der Krater? Ja, 12 bis 15 Meter im Durchmesser. Bombensplitter beschädigten mehrere Autos und schlugen in einigen Dächern der Nachbarhäuser ein. Brigitta Friedel wurde durch die Wucht der fliegenden Erde verletzt. Die Bombe machte aus dem Zierrasen eine Dünenlandschaft. Wo waren Sie, als diese Bombe hier detoniert ist? Ich war im Begriff, von dort, wo dieser Kessel liegt, rüber zu gehen zum Komposthaufen. Und meine Frau und meine Schwiegermutter, die standen etwa von diesem Baum so 5 Meter zurück und haben natürlich nun mehr abgekriegt als ich. Dort kamen also die ersten Soden schon wieder runter. Mhm. Und dadurch hat sie die teilweise ins Nick gekriegt und hat sich vor meine Schwiegermutter gestellt, um die zu beschützen. Rüstungsfirmen, Flughäfen und Bahnhöfe waren Hauptziele bei Luftangriffen. München, 4 Monate, nachdem hier mitten in einem Geschäftsviertel die Sprengung einer Bombe aus dem Ruder lief. 4 Monate und noch immer sind die Schäden deutlich sichtbar. Die Boutique von Ronny Kleiner ist nur wenige Meter vom Fundort entfernt. Die Bombe lag hier vorne. Genau. 5 bis 10 Meter von der Kante hinweg lag die Bombe. Ganz nah. Und war auch zu erkennen? Die hat man den ganzen Tag gesehen. Die ist mindestens einen halben Meter rausgestanden. Das heißt, als man sie gefunden hat, wurde hier noch nicht sofort geräumt? Nee. Hat man vormittags etwa um 10 gefunden und abends um 6 mussten die Leute aus dem Haus. Weitere 28 Stunden später sollte kontrolliert gesprengt werden. Doch das hatte verheerende Folgen. Ja, das ist mein Laden. Oh, das ist der Zustand nach 4 Monaten. 4 Monate nach der Bombensprengung. Wie lange wird es noch dauern? Noch 2 bis 3 Monate, immer noch. Immer noch. Immerhin, die Anwohner der betroffenen Straßen halten zusammen. Kleiner darf eine Kneipe als Büro nutzen. Wir gucken uns an, was in der Nacht der Bombensprengung passiert ist. Das Geld in der Kasse gelassen, das war alles. Wir haben gelacht, ach, jetzt müssen wir hier raus, eine Bombe, Also das hat keiner für ernst genommen, niemand. Mehrere Anwohner haben Kameras auf den Dachterrassen laufen lassen.
Wie hoch sind die Häuser? Das sind fünfstöckige Häuser. Und es ist deutlich zu erkennen, dass das Flammenmeer darüber geht. Ne? Auch wie breit dieses ganze Flammenausmaß ist. Ja. Mehrere hundert Meter schaut es aus. Und jetzt schlägt es erst richtig hoch. Es ist wirklich möglich. Jetzt brennt der Laden. Wenn man jetzt Opfer so einer Bombe wird, wer hilft einem danach? Niemand. Überhaupt niemand. Das war auch eine der Sachen, wo ich mich wirklich aufgeregt habe, warum ich auch in die Interviews gegangen bin, in die Filmaufnahmen gegangen bin, in die Zeitung gegangen bin, weil da wirklich überhaupt keine Hilfe kam von öffentlichen Stellen oder der Stadt München. Und ich kann von Glück reden, dass meine private Versicherung aus Kulanz gesagt hat, gut, wir kommen für den Schaden auf, obwohl es einen Passus gibt, dass sie nicht für Nachkriegsschäden aufkommen müssen. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre ich vor dem Nichts gestanden. Das ist ihr Mit Name. Einem Windzug nach der Druckwelle sind die Flammen durch Kleiners Boutique gefegt. Also es ist immer noch so, dass ich es kaum verarbeiten kann. Ich rieche wieder den Geruch, wenn ich das hier sehe. Emotional komme ich immer noch nicht rum. Ich glaube, da brauche ich noch Jahre. Das zu spüren, der Schmerz, das alles, was das bedeutet. Ja. Der Grundstückseigentümer behauptet, eine Bombensuche veranlasst zu haben, obwohl es in München dazu keine ausdrückliche Pflicht gibt. Merkwürdig nur, dass diejenigen, die auf die Bombe gestoßen sind, nichts von einer Suche wissen. Nein, wir haben den Auftrag, hier die Erdarbeiten durchzuführen und der Bombenfund war zufällig. Es war nicht gewollt und nicht geplant und es wünscht sich keiner sowas. Aber es kommt leider vor. Es ist nicht die erste in diesem Jahr. Für Sie nicht die erste? Nein, wir waren in München in diesem Jahr an drei Stück schon beteiligt. Diesmal war es genau der Bombentyp, der schon durch leichte Erschütterungen hochgehen kann. Ein Angestellter Hermanns schob mit einem Frontlader die Erde beiseite. Das war der erste Tag der Baustelle, Beginn der Arbeiten. Und dann zwischen 8 Uhr und 10.23 Uhr haben wir die Bombe gefunden. Und da sehen Sie genau, wie der Lader die Bombe hier erwischt hat. Baggerfahrer Soran Heckner war damals sofort klar, dass das kein Stein sein konnte, gegen den er da gefahren war. So, grüß dich. Hallo, grüß dich. Der Sprengmeister war hier, hat das angeschaut. Dann hat mir in dem Moment gesagt, du Junge, du kannst uns weiter Geburtstag feiern. Dann habe ich mich über alles nachgedacht, wie kann das schnell gehen, was kann alles passieren. Beispiel hier, wie viele Menschen kann er tot sein auch. Ich habe ein Riesenglück gehabt, aber so ist es im Leben. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft. Gerhard Herrmann hofft, dass alle aus dem Vorfall gelernt haben. Sie kennt noch mehr, bevor Sie anfangen, diese Sprengkommandos und diese Bombensucher mit ins Boot nehmen. Das ist machbar, aber es ist immer auch eine Kostenfrage. In Hamburg ist vor jeder Tiefbaumaßnahme eine Suche nach Blindgängern Pflicht. Die Stadt war von den Flughäfen der englischen Royal Air Force gut zu erreichen. Over Hamburg, Germany's principal seaport and number one war center, tons of bombs rain from the skies. Die Hansestadt hat eine staatliche Stelle eingerichtet, die Grundstücke auf Antrag sondiert. Matthias Otto ist studierter Geograf. Er sucht vom Schreibtisch aus nach Bomben. Als Sie diesen Job ergriffen haben, war Ihnen klar, nach wie vielen Bomben Sie suchen? Nee, nicht in dem Umfang, dass Hamburg sicherlich stark getroffen wurde. Natürlich, selbstverständlich, aber in welchen Dimensionen sich das dann tatsächlich erstreckt, so nicht realisierbar vorher. Wie viele Bomben waren das denn insgesamt, die auf Hamburg so gefallen sind? Was kann man das sagen? Sprengbomben so über 100.000 und Brandbomben über 3,5 Millionen. Ich erfahre, mehr als 30.000 Luftbilder stehen den Hamburgern inzwischen für die Suche zur Verfügung. Und es gibt historische Unterlagen über festgestellte Blindgänger. Das ist jetzt eine Fläche März 45. Diese Fläche wäre für uns ohne Verdacht. Wenn wir uns dann aber ein Luftbild, gleiche Fläche, von April 45 anschauen, sehen wir hier überall zahlreiche Krater. Das sind die großen Löcher mit dem Auswurf. Und es tauchen auch ganz vereinzelt diese kleinen Punkte auf. Durchmesser ca. 2 Meter. Das hier wäre so ein kleiner Krater, mit dem wir sagen würden, das wäre ein potenzieller Verdachtspunkt. 24 Mitarbeiter suchen mit modernster 3D-Technik und teurer Spezialsoftware alle Grundstücke ab, auf denen gebaut werden soll.
3000 schafft die Abteilung im Jahr. Wir gehen gegenwärtig davon aus, dass wir ca. 60 Jahre brauchen. Hat aber den Hintergrund, dass wir doch erst seit 30 Jahren dabei sind mit der Luftbildauswertung. Denn erst Mitte der 80er Jahre wurden die militärischen Archive der Alliierten geöffnet. Auch Seeminen und deutsche Munition, die die Alliierten nach Kriegsende einfach im Meer entsorgt haben, machen zunehmend Probleme. Die Nordsee vor Niedersachsen. Seit nunmehr 25 Jahren wirft Krabbenfischer Friedhelm Müller hier seine Netze aus. Genauso lange kommt er regelmäßig mit Kriegswaffen in Kontakt. Da, wo wir fischen, wo wir unser Geld verdienen, da liegt so eine Scheiße leider rum. Und das geht auch hin und wieder mal ungewollt ins Netz. Und das sind ja nicht nur kleine Sachen, das sind ja auch große Sachen. Das fängt an von Handgranaten bis Flakgeschosse, über Fliegerbomben, über Minen. Da liegt ja alle Hand. Mit beängstigender Regelmäßigkeit holt Fischer Müller explosiven Beifang vom Grund der Nordsee. Das sind die Pulverstangen, die Treibmittel für die Flakgeschosse. Diese Pulverstangen, die sitzen richtig im Bündel in diesem Geschoss und treiben mir diese Bombe vorne an. Die haben wir dann öfter mal im Netz. Drei niederländische Fischer starben 2005, als sie eine Seemine mit dem Netz an Bord zogen. Müller hatte erst kürzlich einen ähnlichen Fang. Die Mine, die wir gefangen haben, die hat sich in der Ecke vom Netz festgehakt. Die hing richtig im Netz fest. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht Zünder waren oder irgendwelche Aufhängungen von der Mine selbst. Und dann haben wir versucht, das Ding wieder rauszukippen. Hat natürlich das Netz erstmal an der Stelle zerrissen, hat Schwung aufgenommen, ist zur Mitte gerollt und dann komplett durchs Netz durchgefallen. Da war natürlich alles kaputt. Aber in erster Linie war ich froh, dass ich die blöde Mine los war. Hab mich dann natürlich geärgert, dass das Netz kaputt war. Die Mine, die Fischer Müller im Netz hatte, soll heute gesprengt werden. Noch einmal treffe ich Sprengtechniker Hans Mohr. Er will persönlich die Mine deutscher Bauart unschädlich machen. Der Versuch, die Sprengladung durch einen Tauchroboter anzubringen, war zuvor gescheitert. Hightech kann nicht fühlen. Die sind letztendlich beim Anlegen ihrer Ladung gescheitert, weil sie keine Sicht hatten mit ihren Videokameras. Und ohne etwas zu fühlen, kann man dann keine Ladung anlegen. Und als Taucher kann ich mit meinen Händen fühlen und kann auch ohne Sicht arbeiten. Bevor Mohr zu den Kampfmittelbeseitigern kam, war er Kampfschwimmer der Bundeswehr. Die Ausbildung soll sich heute auszahlen. Aufgrund der Gezeiten bleibt den Männern nur eine Stunde. Sollte die Markierung durch die Strömung von der Bombe abgetrieben worden sein, droht ein erneutes Scheitern. Ich bin auf dem Grund. Die Mine liegt genau daneben. Es sieht gut aus. Hans Mohr kann die Sprengladung platzieren. So, das Kommando gilt. 3, 2, 1, Zündung. Minen, Bomben, Munitionsreste und Granaten bis hin zu chemischen Kampfstoffen. Wie viel und was genau in Nord- und Ostsee liegt, weiß bis heute niemand. Eine Kommission aus Bund und Ländern hat 2011 eine erste grobe Bestandsaufnahme veröffentlicht. Etwa 1,6 Millionen Tonnen konventionelle und 5000 Tonnen chemische Kampfstoffe sollen es im deutschen Hoheitsgebiet sein. Krebserregendes TNT, Senfgas und Arsen belasten die Ostsee. Gift, das die See inzwischen aus den rostigen Hüllen spült. Immerhin, die EU geht dem Problem auf den Grund. Mit deutscher Beteiligung. Auf dem Forschungsschiff des Thünen-Instituts für Fischereiökologie treffe ich zwei Wissenschaftler, die untersuchen, inwieweit das Gift die Fische in der Ostsee bedroht. In bekannten Munitionsversenkungsgebieten haben sie Dorsche gefangen. Thomas Lang dokumentiert den Gesundheitszustand der Tiere. Das ist ein Männchen, Reifegrad 4. Die Leber ist marmoriert. Lebergewicht 86,9. Puls 2 akut bilateral. Und Flossenfäule akut. Die Theorie hinter unseren Untersuchungen lautet ganz einfach, dass Fische, die in einer für sie ungünstigen Umwelt leben, nicht in der Lage sind, irgendwelche Krankheitserreger erfolgreich zu bekämpfen, sodass Krankheiten dann bei Tieren, die geschwächt sind durch Umweltstressoren,
wenig Sauerstoff, zu hohe Wassertemperaturen, aber auch durch Schadstoffe dann eher dazu neigen, Krankheiten zu entwickeln als Tiere, die in einer optimalen Umwelt leben. Die Auswertungen der Krankheitsstatistiken dauert noch an. Dr. Matthias Brenner vermutet aber, dass sich das Arsen bereits in den Organen der Fische festgesetzt hat. Wir können Gewebeveränderungen dokumentieren, die den Einfluss von Arsen zeigen. Und aus den Untersuchungen von den vorangegangenen Fahrten haben wir da recht deutliche Hinweise, was das so ist. Und besteht dann auch die Gefahr, dass dieses Gift in die Nahrungskette kommt? Das Gift, was die Fische aufnehmen, liegt in höherer Konzentration in den Organen vor, aber kann sich natürlich auch im Muskelfleisch akkumulieren und würde so in die Nahrung auch für Menschen gelangen. Vor der deutschen Küste trägt der Bund die Kosten für Sprengungen. An Land zahlt er nur für die Beseitigung von deutscher Munition und Bomben auf bundeseigenen Grundstücken. Für alles andere müssen die Länder aufkommen. Auf der Innenministerkonferenz Ende 2012 treffe ich den SPD-Innenminister von Brandenburg, Dietmar Woidke, und seinen damaligen Amtskollegen Uwe Schünemann, CDU. Trotz verschiedener Parteibücher haben sie einen gemeinsamen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht. Das Ziel? Mehr Gelder für die Suche nach Bomben. Bundesgelder. Sie beide haben eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht. Warum gerade jetzt? Wir brauchen eine systematische Suche, weil es hier wirklich um ein bundesweites Problem geht. Es ist nicht ein Problem für den Berliner Raum oder den Brandenburg oder Niedersachsen. Es ist ein Problem, das bundesweit nach wie vor vorhanden ist. Und es ist eine latente Gefahr für die Bevölkerung. Diese Gefahr wächst. Und deswegen ist es nicht nachvollziehbar, dass hier finanzielle Argumente oder anderes mehr ins Feld geführt werden. Hier ist es eine gemeinsame Anstrengung, die gebraucht wird zwischen Ländern, Bund und Kommunen, um dieser Gefahr für die Bevölkerung Herr zu werden. Die Bundesregierung hat in ihrer ersten Reaktion abgelehnt, zu helfen. Wie bewerten Sie das? Es ist schlichtweg so, dass der Bund sich aus der Verantwortung hier stiehlt. Das kann nicht akzeptiert werden und insofern brauchen wir jetzt auf jeden Fall eine Einigung. Zu teuer befand das Bundesfinanzministerium in einer ersten Stellungnahme. Immerhin, Innenminister Friedrich signalisiert Verhandlungsbereitschaft. Wir werden gemeinsam darüber reden, wie man das Thema jetzt systematisch aufarbeitet. Und dann muss man sehen, wie man auch aufgrund schon vorhandener Vereinbarungen und der Aufgabenverteilung Bund und Länder das ganze Thema bewältigt. Die Länder schaffen es nicht alleine, die bitten um Hilfe. Die Länder sagen immer, dass sie es nicht alleine schaffen. Auch dieser Vorstoß, die Bomben nach fast 70 Jahren endlich gezielt zu suchen, droht am Gerangel um die Kosten zu scheitern. Wer Angst hat, dass auf seinem Grundstück ein Blindgänger liegt, kann beim Bauamt eine Luftbildauswertung anfordern, auf eigene Rechnung. Findet sich tatsächlich eine Bombe, muss nicht zwangsläufig gesprengt werden. In Brandenburg zeigen mir die Kampfmittelbeseitiger einen Wasserstrahlschneider, den sie bereits erfolgreich eingesetzt haben. Durch den können auch die Bomben mit den gefährlichen Langzeitzündern in jeder Lage entschärft werden. Was die Sicherheit betrifft, ist das die beste Lösung überhaupt, weil wir hier alles aus der Ferne machen können, weil wir hier, ich sag mal, nicht viel an der Bombe machen müssen, ja. Und dadurch ist das natürlich im Moment das Beste. Und dann müssen wir dich auch nicht sprengen und möglicherweise Sachschäden verursachen. Ja. Sachschäden in Millionenhöhe, die vor allem dann drohen, wenn Bomben in Wohngebieten gefunden werden.